Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Isola Crazy Bundle von Stridigor. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Isola Crazy von Stridigor, das Ganze am 13. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Stridigor. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus einmal diesem Kartonschächtelchen hier. Hier befindet sich eine Tasse drin. Dann haben wir eine Schneekugel. Dann ein Stoffsäckchen. Und hier sind tatsächlich Puzzleteile drin. Also wir haben hier ein Puzzle mit dabei. Ebenso wie einen Patch. Dann einen Schlüsselanhänger für den Einkaufswagen. Das Album an sich natürlich. Und ein Shirt. Ja, das alles hier mit dabei. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Werden wir mal aus der Folie holen. Lange, lange hat man nichts von der Band gehört, denn das letzte Album, das dritte Album mit dem Titel Enraged, erschien im Jahr 2014. Also mittlerweile 6 Jahre her. 6 Jahre Pause mehr oder weniger. Und jetzt nach dieser langen Auszeit das vierte Album, das ist dieses hier. Oben haben wir einmal den Bandnamen, darunter den Albumtitel. Das Cover ist ziemlich wild, also auf der einen Seite haben wir hier, ja, sieht aus nach Gebäuden, die hier in grellen Farben beleuchtet sind. Und in der Mitte haben wir so eine Gestalt mit einer Maske. Ich glaube, das ist so eine Pestmaske, so wie damals aus dem Mittelalter. Und auch Kopfhörer sind mit am Start. Also sehr verrücktes Cover meiner Meinung nach. Auf der Seite haben wir hier die Katalognummer, Albumtitel und Bandname. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. So, 10 Tracks sind drauf plus ein Bonustrack. Also 11 insgesamt. Dann haben wir hier noch den Barcode und die Labels, die Logos. Und dann schauen wir mal rein. Als erstes, wir haben hier ein Digipack. Was haben wir hier? Hier haben wir einerseits mal die Credits zum Album. Also alle Personen, alle die hier mitgewirkt haben, wurden hier aufgelistet. Dann schauen wir gleich mal in der Stecktasche nach dem Booklet. Hier ist es. So, jawohl. Wir haben hier dann auch noch die Lyrics. Also zu jedem einzelnen Track haben wir hier Lyrics verfasst. Und wir haben dann hier auch noch die einzelnen Bandmitglieder im Detail vorgestellt. Also hier Daniel. Dann geht's weiter. Auf der nächsten Seite haben wir den Florian. Auch hier wieder Lyrics mit dabei. Jeder Track wunderbar abgetippt zum Mitsingen, zum Nachlesen. Dann einmal die Band. Alle 4 Herrschaften hier versammelt. Weiter geht's. So, hier haben wir dann den Martin. Weitere Lyrics links und rechts. Und zum Abschluss gibt es ja noch ein Foto vom Emanuel mit den Tracks 9 und 10. Und zum Abschluss gibt es ja noch eine Danksagung. Also alle 4 mit Danksagungen. Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns die CD an. Die ist hier 1:1 im Stil des Covers gehalten. Also das Cover hier auf der CD nochmal verewigt. So sieht das aus. Und dahinter düster in schwarz. So, als nächstes haben wir einen Patch mit dabei. Der kommt hier im Querformat in schwarz und weiß. Also der Bandname hier aufgestickt. Merch Lab. Okay, so sieht das aus. Kann man sich an die Kleidung oder an den Rucksack machen. Als nächstes haben wir einen Inhalt, der vermutlich beim Versand oder beim Transport kaputt gegangen ist. Und zwar, wir haben hier so einen, ja, so ein kleines Kartonteil, aber relevant ist das hier. Es geht um dieses Teil hier, das ist ein Schlüsselring. Und hier an diesem Schlüsselring haben wir hier so ein kleines Metallelement. Und dieses, ich gehe mal davon aus, dass das hier ist so dieses Verbindungsteil, sollte dann eben
diesen Anhänger hier festhalten, an diesem Schlüsselring. Hier haben wir einerseits mal das Logo der Band und auf der Rückseite so eine kleine Münze für den Einkaufswagen. Die ist hier mit Magnet befestigt, bedeutet, man kann die hier dann einfach so rausdrücken und dann, wenn man mal keine 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, was man da so braucht für Einkaufswegen, parat hat, dann kann man das hier wunderbar dafür hernehmen. Ja, ist praktisch, kann man einen Schlüsselbund immer mit sich tragen. Wie gesagt, meines kam leider kaputt bei mir an. Ich hoffe natürlich, wenn ihr das Bundle bestellt, wenn ihr euch das holt, dann kommt das Ganze bei euch unbeschädigt an und ihr könnt diesen Schlüsselbund mit dem Einkaufswagen-Chip hier verwenden. So, als nächstes haben wir eine Schneekugel, ja, tatsächlich, und die ist auch beidseitig gestaltet. Also, wir haben hier wieder das Cover-Artwork, schwer zu sehen, aber doch, hier oben sieht man noch den Schriftzug. Wir haben hier das Cover, natürlich, wie es sich für eine Schneekugel gehört, mit den entsprechenden weißen Kügelchen, mit diesen weißen Teilchen hier drin, und dann kann man hier das wunderbar schütteln. Und je nachdem, auf welcher Seite dann das Cover betrachten. Ja, beide Seiten sind, soweit ich es sehen kann, ident. So, was lesen wir hier noch? Made in China. Grüße gehen raus. Als nächstes haben wir diesen Karton hier. Und hier befindet sich eine Tasse. Also, hiermit kann man dann seine Band auch noch beim Essen, beim Frühstücken, wo auch immer, repräsentieren. Hier lesen wir auch wieder groß Street Decor, darunter den Albumtitel. Die Tasse ist weiß, der Aufdruck in schwarz. So sieht das aus. Ja, stabile Tasse. Und was lesen wir hier noch? Moment. Dishwasher Proof. Okay, also man kann es in den Geschirrspüler geben. Sehr schön. So, und dann haben wir etwas, was mich ehrlich gesagt besonders gefreut hat. Und zwar haben wir tatsächlich als weiteren Boxinhalt ein Puzzle. Das Puzzle hat, soweit ich informiert bin, 192 Teile. So sieht das aus. Und die kommen hier alle in diesem Säckchen. Ein Säckchen Ökotex Standard. Okay. Und ich würde mal sagen, wir werden das Ganze mal ausleeren und dann werde ich das jetzt hier mal schnell für euch zusammenbauen, kurz das Video unterbrechen, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie das Ganze hier dann fertig gebaut aussieht. Bis gleich. So, und das ist das Puzzle dann in seiner ganzen Pracht. Also, wir haben hier ein Puzzle im Hochformat, oben haben wir wieder den Schriftzug Street Decor und unten den Schriftzug Isola Crazy. Ja, das Albumcover also auch hier auf dem Puzzle verewigt. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das ist dieses hier, kommt in schwarz mit weißem Aufdruck. Und zwar schaut das so aus, wir haben hier das Shirt, dann hier im Brustbereich den Aufdruck Street Decor. Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Und auf der Rückseite ebenfalls, also hier auch wieder in schwarz. Wir haben es tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe M, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Haiti. Grüße gehen raus. Die Größe konnte man sich meines Wissens damals auswählen beim Bundle. Also ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Schriftzug quer über die Brust. Darüber und darunter noch diese kleine Zierleiste. Ansonsten hier alles komplett in schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann das Puzzle, wie gesagt, 192 Teile hier. Die Tasse in weiß mit schwarzem Aufdruck, den Patch im Querformat, die Schneekugel, dann dieser Anhänger für den Einkaufswagen und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl!
Das alles in diesem wunderbaren Bundle auf 30 Stück limitiert. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Streetigor unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.